Okay, nach der älteren Lady Bertha, die habe ich in dem vorigen Video gemacht, kommen wir zum kleinen Knallgerät Kux. Ja, der sieht schon nicht ohne aus. Auch irgendwie Jack Russell-mäßig. Könnte der Bruder meines Hundes sein, ja? Vom Kopfform, vom Gesicht. Ja. Klein, aber oho. So, der Rüde Kux, Mischling. Klein, aber dick, ja, das kann man ja ändern. Geboren circa 2015. Oh, es geht aber noch. Die werden 16, 17 Jahre alt, kein Problem. Die Beschreibung von Kux. Kux wurde gefunden und am 19.04.2022 zu uns ins Tierheim gebracht. Er ist klein, aber massiv, hat einen langen Rumpf. Leider wurde er im Laufe der Zeit immer dicker. Ja, das ist das Futter im Tierheim ist nicht immer positiv auf den Körperumfang. Und dann die wenige Bewegung und dann, ja, das kann man auch schnell abtrainieren. So wie wir gleich im Video sehen werden, ist das eine kleine Rakete. Der will laufen, der will Power, der will suchen, finden. Und dann wird das mit dem, wie beim Menschen auch, mit dem Gewicht schnell nach unten gehen. So, laufe immer dicker, was unter den Bedingungen im Tierheim sehr schwierig zu verhindern ist, ja. Kux wurde vor einiger Zeit adoptiert, aber bald zurückgegeben, weil er zu Hause angeblich einen starken Charakter gezeigt hat und es Probleme mit den Kindern gab. Ja, mit den kleinen Hunden, gerade Größe Jack Russell Terrier Art, die können, ja, wie gesagt, unser Terrier ist absolut 100% mit Kindern und Kleinen verträglich, aber es sind Dickköpfe. Tolle Hunde, wirklich tolle Hunde. Ich möchte keinen Jack Russell mehr missen, aber ja, wie gesagt, immer klein und gemein. Positiv gesehen. So, im Tierheim sehen wir, dass er eigentlich ein ziemlich unabhängiger Hund ist. Ja, das sind sie. Der den Kontakt mit dem Menschen genießt. Genau das ist es. Mein Herrchen, mein Frauchen, Ende. Aber wenn es zu so turbulent wird, macht ihn das nervös. Ja, im Zwinger ist ja immer eine andere Sache, wenn er zu Hause ist, am Sofa liegt, im Bett liegt, im Körbchen liegt. Im Zwinger ist oft traurig, sehnsüchtig folgt er mit den Augen den Freiwilligen. Wenn diese dann für ihn endlich Zeit haben, lebt er auf, kann ich mir vorstellen. In einem unserer geschlossenen Ausläufe, wo man ihn ohne Leine laufen lassen kann, rennt er glücklich umher und spielt gerne mit dem Spielzeug. An der Leine außerhalb des Tierheimes geht er auch schön spazieren, also leinenführerisch gut. Er mag trotz seiner Körperfülle, ja gut, so dick ist er nun auch wieder nicht, lange Wanderungen. Aber er ist stark und so können Spaziergänge mit ihm für körperlich eher schwache Menschen durchaus anstrengend sein. Guckt sich stubenrein, sehr gut, macht keine Sachen kaputt, sehr gut. Er teilt sich den Zwinger mit immer wieder wechselnden Hunden, sehr gut, er kommt also mit vielen Hunden gut zurecht. Verhält sich ihnen gegenüber aber neutral, eher neutral. Kein Problem, sehr gut. In der Vergangenheit haben wir doch mehrmals gesehen, dass Kux gut auf das Futter aufpassen kann. Ja, Tierheim, da muss die kleinen Würmer sind gewohnt zu kämpfen. Mein Essen und fertig, aber schöner Hund. Ja, okay. Ja, genau, schön, auf dem Sofa. Kleine Videos mit Kux. Er ist fit, schön spielzeug. Ja, ist ein bisschen übergewichtig, aber so dick ist er auch nicht. Ja, das geht noch. Aber er will laufen. Das andere kleine Video noch. Er ist freundlich zu Menschen, so soll es sein. Herrschen, Frauschen, Familie mit etwas größeren Kindern, perfekt. Er will toben, wenn der 2, 3 Monate irgendwann zu Hause ist, bei aktiven Menschen, die jeden Tag mit ihm rausgehen, ist das ein schlanker Hund. Wie sagen wir bei uns hier, ein Knallgerät, wie mein kleiner Jack Russell. Ein schönes Bild. Also, Kux ist ein kleiner, aber dicker, ja, so schlimm ist es doch nicht, dicker, circa, ja, 9, 10 Jahre alter Mischling. Ich würde sagen, da ist irgendwas mit Jack Russell Terrier drin, sollte man beachten. Klein, aber gemein. Ohne Leine schwierig. Macht meine auch nicht. Würde meine machen, aber dann wäre über alle, keine Ahnung, in alle Himmelsrichtungen. Ist kastriert.
ist fit, könnte etwas abnehmen, sucht ein Herrchen, Frauchen oder eine Familie mit, ohne Kinder, wenn die Kinder etwas größer. Genau. Ein Zweithund, denke ich, wäre möglich, muss aber beim Terrier nicht sein. Ja, genau. Toller Hund, schöner Hund. Ich hoffe, er findet in Kürze ein neues Zuhause. Ich kann die kleinen Hunde empfehlen, bin ich ein absoluter Freund von, obwohl ich liebe auch große Hunde, Doggen und Co., Wolfshunde und sowas. Aber toll, guck's. Ich hoffe für dich, findest bald in Deutschland zu Hause. Bis dann, ciao.